Hattest du schon mal ein Geheimnis, bei dem du es nicht ertragen konntest, es für dich zu behalten? Ich habe das mindestens schon 100 Mal erlebt, wirklich. Ein junges Mädchen erreicht ein gewisses Alter und hat das Gefühl, sie wäre dieser Stadt plötzlich entwachsen. Und den Menschen hier. Das sieht ihr nicht ähnlich. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du hier nicht reinplatzen und solchen Lärm machen sollst, wenn ich telefoniere? Hast du nicht verstanden? Hör bloß auf, so ein Gesicht zu machen. Ich hasse sie! Du bist ja die reinste Pfadfinderin. Dir sollte man das goldene Jungfrau-Maria-Abzeichen verleihen. Oh mein Gott, das bist du? Geht das nicht ein bisschen leiser? Und wieso machst du das? Um Männer kennenzulernen. Kenne ich dich? Noch nicht. Wir lieben nicht immer nur das, was gut für uns ist. Wie lange wird deine Freundin schon vermisst, sagst du? Ein paar Wochen. Daddy sagt, sie ist mit einem der Kerle durchgebrannt, für den sie Kinder gehütet hat. Er sagt, sie hatte einen ziemlich schlechten Ruf. Was denn? Alle haben sich ihr Profil angesehen. Sie ist der absolute Favorit des Computerclubs. Jill wollte sich an dem Abend mit diesem Cybertypen treffen und ich glaube, sie hat ihn hier kennengelernt. Joggst du eigentlich immer noch am Fluss entlang? Suchst du etwa Miss Sunshine? Tja, hier ist sie ganz sicher nicht. Voll gruselig. Man muss nicht in die große Stadt gehen, um Ärger zu kriegen. Den gibt es hier auch genug.